Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV. Natürlich mal wieder. Und bevor wir zum wichtigen, morgigen Spiel unseres SK Sturm gegen die Altacher kommen, noch ganz kurz ein kleiner Rückblick auf das, was sich bei den Schwarz-Weißen in dieser Woche getan hat, transfertechnisch. Das war ja durchaus interessant. Zum einen ist Christian Scheußengeier ab kommenden Sommer ein Pfeilchen, also er wechselt vom SK Sturm zu Wiener Austria. Nicht die große Überraschung, man hat ja länger die Gerüchte schon gehört. Jetzt ist es halt fix, also Scheußengeier ablösefrei nach Wien. Das schmeckt mir so gesehen natürlich nicht unbedingt, weil man keine Ablöse kassiert hat. Allerdings muss man auch sagen, Scheußengeiers Leistungen waren auf jeden Fall eher durchwachsen in dieser Spielzeit. Durchaus gute Ansätze, eben wie schon immer im Grunde, seit er beim SK Sturm ist. Aber dann auch wieder dicke Schnitzer, die uns auch immer wieder Punkte gekostet haben. Und ja, im Endeffekt ein verschmerzbarer Abgang, wie ich denke. Ich wünsche Ihnen in Wien trotzdem alles Gute. Aber mit der Austria, ja, soll er ja nicht auf blöde Gedanken kommen da, dass die unsere Blackies tabellarisch da gefährden in der nächsten Saison. Ja, und der SK Sturm hat eben auch darauf gleich mal reagiert und hat Markus Lackner von der Admira verpflichtet. Ebenfalls ab kommenden Sommer. Lackner, 26 Jahre alt, Österreicher, bei der Admira in den letzten, ja, zwei, drei Saisonen auf jeden Fall gesetzt. Und ja, was gibt's da noch zu sagen? Defensiv nicht ganz Allrounder, aber flexibel. Er kann im defensiven Mittelfeld spielen, er kann in der Innenverteidigung spielen und ich gehe auch davon aus, dass Lackner eher für die Innenverteidigung geplant ist, da uns ja vermutlich drei Verteidiger abhanden kommen werden im Sommer. Scheußengeier ist ja jetzt fix. Schulz wird den Verein vermutlich auch verlassen und Marisic wird, glaube ich, persönlich auch nicht zu halten sein. Deswegen durchaus logisch, dass man auf dieser Position nachrüstet. Lackner bekommt übrigens einen Vertrag bis 2021. Also Günter Kreisel dürfte durchaus Vertrauen in den 26-Jährigen haben. Und naja, er ist Bundesliga erfahren, hat auch schon Europa League Einsätze mit der Admira absolviert. Also durchaus, glaube ich, keine schlechte Verpflichtung für unseren SK Sturm. Ob es zum Stammspieler reicht, ich lasse mich überraschen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt und begrüße Markus Lackner auf jeden Fall an der Stelle herzlich in Graz. Und ja, ich hoffe, dass eben diese Zusammenarbeit Früchte tragen wird. Und jetzt kommen wir eben zum Hauptthema dieses Videos, zum Duell Sturm Graz gegen Altach. Die Altacher, ja, sind in der Tabelle im Niemandsland auf Platz 8. Nach oben, nach unten geht eigentlich in beide Richtungen nicht viel. Unsere Blackies auf dem Papier, so wie immer gegen Altach, der klare Favorit, sowieso auch noch, wenn es ein Heimspiel ist. Aber man darf die Vorarlberger nicht unterschätzen. Zum einen haben sie in Graz schon gepunktet in dieser Saison. Ein 0:0 im Herbst, wo die Altacher, was ich mich erinnere, sogar das deutlich bessere Team noch waren. Und naja, ein 2:1 Auswärtssieg unserer Blackies, auch mit Mühe, aber doch verdient in Altach, im kalten Vorarlberg. Ja, damals eben durch den Premierentreffer von Essay, ganz nebenbei noch, gegen Ende des Herbstes. Also Sturm mit positiver Bilanz, 4 Punkte aus den ersten 2 Duellen. Jetzt soll natürlich ja die Punkte 5, 6 und 7 noch folgen. Für Altach spricht ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel. 3 Spiele ungeschlagen, darunter ein Remis gegen Rapid. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, obwohl gegen Rapid zu punkten, ohne dass es böse gemeint ist. Okay, es ist ein bisschen, ist jetzt nicht so die ganz große Mammutaufgabe im Moment in der Bundesliga. Aber naja, Altach darf man nicht unterschätzen. Natürlich muss man auch sagen, Altachs Trainer Schmidt ist ja auch so ein bisschen ausgefuchster Trainer, der, denke ich, doch zu den Besseren seiner Zunft gehört in der Bundesliga. Also die Altacher, ja, werden vielleicht unangenehm. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass unsere Blackies sich da sowieso irgendwie verrückt machen. Zuletzt hat man ja 2-mal in der Liga gewonnen. Mit dem Cup-Sieg sind sogar 3 Siege am Stück. Und ja, nach eben den wirklich begeisternden Auswärtsauftritt in der Südstadt hoffe ich eben, dass unsere Blackies jetzt auch gegen Altach natürlich nachlegen, die Leistung bestätigen. Und ja, dann kann da eigentlich nichts mehr schiefgehen. Auch personell sieht es sehr, sehr gut aus. Außer Zulechner sind alle fit. Also auch Essay, der ja gegen die Admira verletzt raus musste, hat ja schon trainieren können und auch im internen Testspiel gegen die Amateure zum Einsatz gekommen. Also von dem her, ich glaube,
ja, dass er da auch sicher ein Thema für die Elf sein wird, für die Startelf. Mal schauen, aber im Kader sollte er durchaus sein. Ich bin auch gespannt eben, was sich da ja, Heiko Vogel wieder ausmalen wird für Ideen eben von der taktischen Seite her. Er hat ja wirklich viel rotiert in seiner bislang eher kurzen Amtszeit in Graz. Und ja, ich glaube auch, dass er unsere Jungs gut einstellen wird auf die Alltag. Also ich bin schon sehr gespannt auf Spiele. Es soll ja ein bisschen kälter wieder werden, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Man geht doch nicht raus, weil das Wetter schön ist, sondern wegen Sturm. Wir sind ja keine Schönwetterfans, oder Leute? Gut, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und ja, wir sehen uns einfach nach dem Spiel hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Gemma-Burschen und bis dann. Ciao, ciao.